Nun zeige ich euch das Cockpit eures Bullis und erkläre euch die verschiedensten Funktionen, die ihr von hier aus steuern könnt. Zunächst habt ihr immer ein Automatikgetriebe für euren höchsten Komfort. Zudem sind hier die höchsten und modernsten Sicherheitsstandards eingebaut, wie zum Beispiel ein Spurhalteassistent, ein Abstandsregeltempomat, mit dem ihr sowohl Geschwindigkeit als auch Abstand zu eurem Vordermann steuern könnt. All diese Funktionen könnt ihr vom Multifunktionslenkrad aus steuern. Zudem könnt ihr Teile des Entertainment-Systems von hier aus bedienen. Hier links habt ihr das Licht. Das könnt ihr auch auf Automatik stellen. Dann passt es sich immer selbstständig den Lichtverhältnissen an. Dann haben wir hier die Klimaanlage, die Warnblinker, den Parkhilfeassistent und Start-Stopp-System. Hier habt ihr euer Entertainment-System. Zum Anmachen lange hier drauf drücken. Hier habt ihr verschiedenste Funktionalitäten, die ihr nutzen könnt, wie beispielsweise Radio. Ihr könnt euch mit eurem Telefon verbinden via Bluetooth oder App Connect und telefonieren oder eure Musik hören. Ihr könnt euch navigieren und verschiedenste weitere Einstellungen nutzen. Zum Beenden einfach wieder lange hier drauf drücken.